Das Exzellenzcluster Quest bietet mit seinen Taskgroups eine Einrichtung, die schnell und effektiv bestimmte wissenschaftliche Herausforderungen bei Quest lösen soll und kann. Die Forscher in den Taskgroups arbeiten stärker lösungsorientiert als ihre Kollegen in den Research Areas, die einen breiteren Ansatz haben und langfristiger forschen. In den verschiedenen Taskgroups arbeiten Experten aus den verschiedenen Areas zusammen, um ein drängendes Problem wissenschaftlicher Art zu lösen. Dazu ziehen wir die besten Experten aus den Research Areas zusammen. Sie bringen ihre Kompetenz ein zur Lösung des Problems und nehmen die neu erworbene Kompetenz in den Taskgroups wieder mit in die einzelnen Research Areas. Damit sind wir sehr effizient und können auf neue Anforderungen schnell reagieren. Diese Vorteile spielt zum Beispiel die Taskgroup Transportable ultrastabile Uhren voll aus. Die Gruppe ist in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig angesiedelt. Hier steht eine optische Strontium-Gitteruhr. Zunächst werden die Strontium-Atome mit dem Laser gekühlt, dann zusätzlich im Interferenzmuster zweier Laserstrahlen festgehalten. Die in diesem sogenannten optischen Gitter gespeicherten Atome sind praktisch in Ruhe und stellen dann quasi das Pendel der Uhr dar. Die Frequenz des von den Atomen erzeugten Lichts ist jetzt genau bestimmbar. Die Strontium-Atome haben in optischen Uhren Vorteile, aber auch gewisse Nachteile. Bei Strontium hat man große Vorteile, weil man sehr viele Atome einfangen kann und untersuchen kann. Das führt zu einem großen Signal, was die Stabilität der Uhr erhöht. Das bringt es jedoch mit sich, dass wir deutlich mehr Lasersysteme benötigen mit hoher Leistung. Und daher können diese Uhren oder konnten diese Uhren bislang immer nur unter wohlkontrollierten Laborbedingungen betrieben werden. Bisher lassen sich die besten optischen Uhren also nur stationär mit ihrer vollen Genauigkeit vergleichen. Damit sind sie für viele Anwendungen aber unbrauchbar. Denn im Weltraum, in der Satellitennavigation oder bei der Vermessung der Erdoberfläche ist Genauigkeit gefragt. Und genau hier müssten die optischen Uhren funktionieren. In der Taskgroup bauen wir optische Atomuhren aus kleinen Modulen. Die Module sind sehr viel kleiner und damit eben auch transportabler als die bisherigen. Und die Herausforderung besteht darin, dass an der Qualität nichts verloren wird. Es gibt aber noch einen anderen Weg, um die Genauigkeit von optischen Uhren an verschiedenen Orten zu nutzen. So wie hier durch ein Glasfaserkabel. Es führt von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig über 73 Kilometer in das Institut für Quantenoptik in Hannover. Transportabel oder mit Glasfasern. Zwei Möglichkeiten, optische Uhren umfassender einzusetzen. Ihr Siegeszug wäre dann nicht aufzuhalten. Solche Fortschritte sind das Ziel der Taskgroups bei Quest. Für uns sind die Taskgroups ein sehr wichtiges Instrument. Sie ermöglichen uns zum Beispiel in der Kooperation mit der PTB hochgenaue Frequenzmessungen durchzuführen. Dafür sind eben die Uhren an der PTB notwendig als Referenz und dies kann angebunden werden durch entsprechende Maßnahmen über die Telekomfaser. Diese Messungen sind wirklich Teamarbeit. Mehrere Personen an der PTB und am Institut arbeiten synchron an den Uhren, an der PTB und unserem Frequenzstandard hier in Hannover. Ich denke, die Taskgroups sind ein Alleinstellungsmerkmal von Quest, das überhaupt sich dadurch auszeichnet, dass alle Gruppen sehr intensiv und komplementär zusammenarbeiten. Das Tempo, mit dem die Quantenphysiker Fortschritte machen, ist enorm. Die Forscher bei Quest leisten ihren Beitrag dazu. Nicht zuletzt auch dank der Hilfe der Taskgroups.